Was geht, Leute? Guten Morgen. Ja, es ist jetzt wieder gleich 9 und sowas. Ja, 9 dürfte es sein. Und ich habe wieder mal zutrauliche Nachbarn hier. Ja, hallo. Und eigentlich wollte ich um 7 aufstehen, weil ich noch bis 3 Uhr morgens gesessen habe und an dem gestrigen Video geschnitten habe. Ich sehe auch nur dezent müde aus. Und jedenfalls gerade Speed auf, ich kann nicht wirklich duschen. Meine Frisur ist wieder auch im Arsch heute. Wir fahren heute zu so einer mega krassen Brücke, die extrem weit oben ist, was mega cool wird. Ich werde hoffentlich einiges filmen. Flechten, aber ich will nicht und raushalten. Ich werde es so bereuen, aber ich werde jetzt auf der Fahrt so viel schlafen, weil ich es einfach nötig habe. Und mal schauen, ob ich Fotos und Videos mache. Jedenfalls haut rein, Leute, ne? Bis dann. Wir sind hier jetzt in Breckenridge, glaube ich. Ja, doch, so heißt das genau. Und hier ist gleich ein Laden, in den ich reingehen will, weil es da hoffentlich geile Trinkflaschen gibt. Ja, jedenfalls, das erinnert mich so echt, so stelle ich mir den Nordpol irgendwie vor. Irgendwie so in der Richtung. Ja, ist eine geile Umgebung hier, definitiv. Die Luft ist gar nicht mal so kalt, obwohl hier überall Schnee liegt. Und auch hinter mir sind die ganze Zeit Berge zu sehen. Und da sind so viele am Skifahren. Das ist einfach so krass, hardcore, cool. Ne? Und naja, ich versuche mal ein paar coole Szenen für euch zu filmen. Ne? Ich meine, schaut euch mal an, wie süß die Laternen aussehen. Warte, ich zeige euch mal so eine Laterne. Da. Okay, Sonne ist gerade ein Arschloch. So. Hier, die Laterne. So richtig. So stelle ich mir den Nordpol vor. So sieht es beim Weihnachtsmann aus, meiner Meinung nach hier. Ist total schnuckelig. Naja, wisst Bescheid, ne? Schlimm ist ja, dass man ab und zu hier zwischen den Schlitzen nach unten guckt, ne? Ja, Gondel mit Glasboden. Boah, Alter, das hat echt gewackelt, ne? Boah,
das ist alt. Boah, es ist kein geiles Gefühl, wenn das Auto hier drüber fährt. Vor allem so ein. Vor allem einfach so ein fetter Van. Das ist echt hoch. Ja, warte mal, ich dreh mal die Cam. Auseinanderzunehmen, Mann. Der Hauptauslöser für den Brand waren die Holzbretter garantiert. Alter, die Brücke wackelt so krass gerade. Ja, und jetzt, lass jetzt dein Handy fallen. Ja. So fett passt da nicht durch. Klar. Wenn es nach vorne kippt. Oh Mann. Für kein Kerl der Welt würde ich das machen. Oh, Dixi-Klo, das sieht so sicher aus. Mit dem Dixi-Klo würde ich wahrscheinlich auch da drüber fliegen, weil... Das erinnert mich jetzt irgendwie an Jackass, nur wir haben keinen Seil hier. Ich meine, Dixi-Klo, ne, stilles Örtchen, der Ort, an dem man sich so auf der Welt am sichersten fühlt, ist ein Klo. Und da das ganzen schon rum. Wackelnden, morschen Bretter. Was ist das? Das ist so warm.
finde die Perspektive so gut. Ja. Und jetzt freut sich wieder Noras Eltern. Oh ja. Liebe Grüße an Noras Eltern. Das muss ich jetzt alle 5 Minuten einbauen. Warte, nochmal. 1, 2, 3. Liebe Grüße an Noras Eltern. Das ist irrelevant. Achtung, Sandra. Voll lustig, guck ja mal richtig runter. Ich kann ja nicht ganz richtig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als würde mein Arsch so direkt über der Klippe hängen. Ja, tut er auch. Guck mal nach hinten runter. Aber das ist richtig cool, finde ich. Oh Gott. Schau mal ein bisschen schnell vorbei jetzt. Das ist alles. Rüber. Das ist alles nicht echt. Tja, wir haben es auch so überlebt mit der Gondel. Komischerweise zittert meine Hand nicht, wie ich das erwartet habe. Naja. Extrem wie morsch die Brücke war. Vielleicht fahren wir noch mit der Bummelbahn. So, was geht, Leute? Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, im Best Western. Und meine Frisur ist mal wieder total scheiße, aber YOLO ist mir doch vollkommen egal, ne? Und ja, was gibt's zu sagen? War ein cooler Trip heute, waren halt noch Essen, was ziemlich lecker war, mal wieder. Allgemein das ganze Essen ist sehr lecker. Ich hatte zum ersten Mal Chicken Pot Pie probiert. Weil das habe ich schon so oft in irgendwelchen Filmen und sowas gesehen. Das war echt mega, mega lecker. Und ja, ich habe ein paar richtig geile Aufnahmen, meiner Meinung nach, mit meiner Actioncam hinbekommen. Grüße an Noras Eltern. Und noch dazu habe ich mir vorhin in einer anderen Stadt, oh Gott, was war das jetzt? Breckenridge? Ich weiß es nicht, habe ich mir diese Flasche hier gekauft. So eine Flasche... Ding halt, ne? Kannst du Wasser reinfüllen und dann so draus trinken, ne? Normal halt. Ja, ansonsten geiles Internet heute. So geiles Internet. Gestern war es total die Hölle. Und heute richtig gutes Internet, da freue ich mich drüber. Best Western Hotels sind halt ziemlich geil. Ich habe einen Upload von... Moment, das habe ich doch irgendwo gesehen, was ich für ein Upload habe. Ja, ich habe einen Upload von... Ich muss das Bild nur noch laden. Ich hatte einen Screenshot einem Kumpel geschickt. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ist ja auch nicht so wichtig. Naja, ich habe halt einen ziemlich schnellen Upload. Und...
Ja, was gibt's zu sagen? Was war heute noch so los? Nichts Besonderes. Ich habe einen mega geilen, gemütlichen Stuhl, mit dem ich mich total weit zurücklehnen kann. Da steht's. 1,62 Mbit sind schon ganz schön schnell. Gut, was gibt's noch Großartiges zu sagen, außer dass wir uns halt jetzt im Cannon City befinden. Und morgen geht's halt zu einem ganz, ganz coolen Ort. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, ne, soweit. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut, wissen, was ein Abo ist. Und jetzt zum Abschluss zeige ich nochmal mein Mundharmonika-Solo von Johnny B. Goode. Weil ich jetzt die Datei davon habe. Audioqualität ist meh, Videoqualität ist noch mehrerer. Dann gibt das Sinn? Nein, nicht wirklich. Na egal, ne? Dann viel Spaß damit und ich verabschiede mich hier schon mal. Ich hoffe, es wissen, was an Abo ist. Hau rein!